Kapitel 15. Was wir vernichten wollen. Entschlossen schritt Epsilon durch die Nacht. Ihr Ziel war klar. Ein Felsen am Strand, welcher bei Sonnenuntergang einen Schatten auf einen Baumstumpf wirft. Ein eigenartiger Ort. Aber scheinbar einer, der der ehemaligen Ligaleiterin wichtig war. Wichtig genug, damit ihr Partner ihr Grab dort erschaffen hatte. Und dieses wollte sie besuchen. Sie erhoffte sich, dort den Plottkaiser antreffen zu können. Doch auch wenn nicht, würde sie den Ort einfach gerne einmal besuchen. Vermissen würde sie diese Nacht ohnehin niemand mehr. Sie hatte viel angerichtet, großen Schaden verursacht. Doch sie hatte sich Polana Vatranal genug gestellt, damit die Wunde wieder heilen könnte, welche sie nun aufgerissen hatte. Gleichzeitig hatte sie der Liga einen Grund gegeben, an ihren Worten zu zweifeln. Und noch dazu hatte sie dem Kaiser ein großes Hindernis aus dem Weg geschafft. Sie hatte sein Wort bekommen. Sollte das Sorok dem Plottkaiser Treue beweisen, so könnte sie sich endlich anschließen. Und nun, endlich, war der Tag gekommen. Der Weg an den besonderen Ort war ein recht weiter. Es wurde der ehemaligen Kaiserin schnell klar, weshalb Dakra sich so viel Zeit gelassen hatte. Es war eine gute Stunde des Fußweges, durchwegs am Strand entlang, bis endlich in der Ferne ein großer Fels in den Blick rückte. Und gemeinsam mit diesem auch ein deutlich kleinerer Stein, welcher jedoch deutlich wohlgeformter aussah. Eindeutig war er zurecht gemeißelt worden. Und vor eben jenem kleineren Stein saß ein Wesen auf einem Knie. Der Blick des Kaisers schien eingebrannt auf den Stein. Seine Klinge steckte neben ihm im Grund. Plottkaiser! Auf diesen Ausruf folgend blickte das Wesen auf, den Blick steinern, wie die Maske es erzwang. Du, was willst du von mir? Ich habe keine Lust, mich mit dir abzugeben. Außerdem könnte man denken, dass du andere Sorgen hast. Mir ist schon zu Ohren gekommen, dass du es tatsächlich geschafft hast, es dir mit der Liga zu verscherzen. Durch Dummheit. Aurora. Von allen Pokémon, die du hättest beschuldigen können, wählst du deine eigene Tochter. Oder glaubst du wahrlich, sie wäre schuldig? Nein, aber ich erfülle meinen Teil des Deals. Also bist jetzt du dran. Stumm erhob sich das Wesen, immer noch mit kalter Miene, und griff nach dem dunklen Schwert. Wovon redest du? Welchen Deal meinst du? Du hast mir versprochen, dass ich deiner Gruppe beitreten könnte, wenn ich Treue beweise. Und jetzt habe ich die Früchte meiner Arbeit geerntet und in mein Misstrauen eingepflanzt. Ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie trauen mir nicht mehr. Also hast du keinen Grund, mir nicht zu trauen. Immerhin war das doch deine große Sorge. Was, wenn ich Geheimnisse an die Liga weitergebe? Nun? Jetzt würden sie mir ohnehin nicht mehr glauben. Erkläre mir, was genau meinst du? Zwei Fliegen mit einer Klappe? Elementare war eine große Kämpferin. Eine Leiterin der Liga. Ein Kern-Pokémon im Kampf gegen dich. Und nun steht sie dir nicht mehr im Weg. Ich habe sie aus dem Weg geschafft. Dabei eine Lage kreiert, in welcher mir der Rest der Liga misstraut. Jedoch nichts beweisen kann. Ich habe alles getan, was ich musste. Um dem Frieden entgegensteuern zu können. Für einen Moment blickte die Maske das Sorok stumm an. Epsilon vermutete,
dass das Pokémon darunter überrascht war, festgestellt hatte, dass sie tatsächlich Großes für ihn bewirkt hatte, dass sie wert wäre, Teil seiner Reihen zu werden. Also warst du es. Du hast Elementara getötet. Ja, für den Frieden. Funken schossen, als Metall die Luft in unwahrnehmbarer Geschwindigkeit zerteilte. Der Strand schien zu brennen. Flammen umgaben das Grab Elementaras, als Epsilon im Schock am Grund lag. Eine Schnittwunde zog sich über ihren Bauch, auf welche sie ihre Hand legte und kurz das Blut an ihren Krallen betrachtete. Zumindest für einen Moment, bevor sie sich fand und wieder aufstand. Im Licht der Flammen und des Mondes konnte die Schattenmeisterin ihre Klinge zurückholen, welche immer noch durchdrungen von Regenbogen schien. Ihr gegenüber schwebte ein Plottkaiser, die Klinge fest ergriffen. Blut tropfte von dieser hinab. Selbst der steinerne Ausdruck der Maske schien sich der Rage unter ihr anpassen zu müssen, als Tränen unter dem Kinn hervorliefen. Du, was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wofür du kämpfst? Du kannst hinaustreten in die Nacht, deine Hände mit Blut beschmieren und dich anschließend eine Kaiserin nennen wollen. Du bist nicht wie wir. Du warst nie wie wir. Und du weißt nicht, was es wirklich bedeutet, eine Plottkaiserin zu sein. Im Gegenteil, du bist, was wir vernichten wollen. Eine Lügnerin, eine Verräterin, eine Sünderin. Was zur Hölle soll das? Ich habe für dich gekämpft, für den Frieden. Ich habe dir ein Pokémon aus dem Weg geschafft, welches das Ziel hindert wie nur wenige andere. Das Ziel behindern. Deine Moral basiert auf nichts als Lügen, Statistiken, Thesen. Nicht auf echter Emotion. Du handelst mit dem Auge einer Blinden. Du hast sie uns genommen. Elementara war eine von uns. Sie war eine wahre Friedenskämpferin. Hat sich ein gesamtes System kreiert. Eine gesamte Versammlung mit dem Ziel, mich zu stürzen. Im Wissen, dass sie so die Kontrolle hätte über jeden Kampf gegen uns. Sie hat so viel getan, damit wir kämpfen können. Und du schleichst durch die Nacht, das Licht meidend, in der Hoffnung, dass dir ein Mord Moral bringt. Epsilon, nein. Du verdienst es nicht, einen Namen zu tragen. Zoroark, du wirst brennen. Ich schwöre bei meinem Leben, du wirst Schmerzen erleben, die dir der Tod nie bieten könnte. Du wirst Qual verspüren, die es nie geben dürfte. Ich werde nicht ruhen, bevor ich nicht weiß, dass sie gerecht wurde. Bevor ich nicht weiß, dass du leidest. Eine von ihnen. War es das, was Elementara bei ihrem Tod gemeint hatte? Sie hatte mit ihren Freunden nicht die Liga gemeint. Nicht Nordica. Nicht die Versammlung. Du wolltest nie eine von uns sein, hatte sich nicht auf die Versammlung bezogen, sondern auf die Anhänger des Kaisers. Elementara war keine Feindin unter Scheinfreunden gewesen, sondern eine Freundin
unter Scheinfeinden. Sie hat zu euch gehört. Es war alles Tarnung. Der Kampf gegen euch als Ganzes war eine Tarnung? Nein, ich sehe mich nicht in der Schuld. Ich wollte eine von euch werden. Du hast mich abgelehnt. Aus Angst, dass ich Informationen verrate. An eine Versammlung, deren Kern du kontrollierst. Stattdessen ließ du mich glauben, dass ich dir helfen würde, wenn ich eingreife. Ich habe nur getan, was nötig war, in einer Welt, in der deine Nicht-Wahrheit keine Lüge wäre. Teils hatte ich die Hoffnung, dass du nur so irrsinnig wirkst. Doch hiermit beweist du, dass du es wahrlich bist. An deinen Händen klebt das Blut einer Kriegerin. Aber du behauptest, ihr Tod wäre nicht deine Schuld. Du hast von mir von Anfang an Vertrauen gefordert, als wäre ich es dir schuldig. Sagtest du nicht selber, dass du uns verstehen würdest? Dass du wüsstest, dass man nicht jedem trauen darf, in einer Welt so erfüllt von Sünde? Du hast dich von Anfang an verhalten, als hättest du ein Anrecht darauf, eine Kaiserin zu sein. Und nun hast du bewiesen, dass du nicht mehr bist als eine der Sünderinnen, die wir beseitigen müssen. Also lässt du nicht mit dir reden? Was nun folgte, war ein Spukball. Ein Angriff Epsilons auf den Plottkaiser. Gut. Mein Plan ist fehlgeschlagen, wie es scheint. Aber ich weiß zu improvisieren. Du weigerst dich, mich zu akzeptieren? Es gibt keinen Platz für zwei Plottkaiser. Und ich habe ein Anrecht auf diese Rolle. Dann werde ich dich eben vernichten. Los, amüsiere mich. Probier es. Du willst dich amüsieren? Dann lach. Lach. Solange du es noch kannst. Der metallische Hall durchdrang die Nacht, welcher entstand, als zwei mächtige Klingen aufeinander stießen. So sollte es also sein. Epsilon war gescheitert. Nein, mehr als nur das. Sie hatte Rückschritte gemacht. Aber wenn sie nun an diesem Punkt war, dann konnte sie immer noch den Plan und die Geschichte neu schreiben. Den alten Plottkaiser stürzen, sich als Heldin für den Sieg über den Tyrannen feiern lassen, während sie im Schatten und im Vertrauen der Pokémon selber emporstieg. Allerdings müsste sie dafür zunächst den Kaiser bezwingen, welchen der Autor mit Macht ausgestattet hatte. Doch dafür war sie bereit. Zwar mochte Epsilon nicht mehr die Kraft des Plots haben, doch was sie hatte, war viel mächtiger. Erfahrung, Vergangenheit, die Klinge im Blut. Und mit jedem Schwertstrich, dem die wahre Kaiserin im Flammenmeer entging, mit jedem Klang des Metalles, mit jedem Hieb, welchen die Rüstung für den Kaiser einstecken musste, spürte sie dies mehr und mehr. Zwar war auch dies ein Feind, gegen welchen die Schattenbeschwörung nicht viel bringen sollte, da Plotkraft nichts war, was eine Kopie erreichen konnte, und das Pokémon selber keinen Schatten warf, sodass bloß eine Art Hülle als Schatten entstand. Doch dies änderte nichts daran, dass Epsilon schier unverwundbar schien. Das Feuer im Rücken, im Finstern der Nacht, der Mond blutrot am Himmel. Dies war, wo die Kaiserin sich selbst sah. Dies war ihr Element. Dies war ihre Stärke.
Zudem schien es so, als wäre jene Klinge mit silbernem Griff, welche der Plotcaster hier mit sich führte, nicht im Ansatz eine Schwertfeder. Dies konnte auch gut daran liegen, dass der Kaiser jeden Zauber mit bloßem Handschuh durchführte, während seine Schwertkunst wahrlich bescheiden für jemanden in seiner Rolle wirkte. Ein kräftiger Hieb mit voller Wucht, im Antäuschen, war es, was fehlte, bis jene Klinge aus der Hand des Feindes gerissen wurde. Das Schwert flog kurz durch die Luft und landete anschließend, mit dem Griff gen Himmel gerichtet, im glasigen Sand. Und vor allem hinter Epsilon. Wer bist du wirklich? Was bist du, Epsilon? Bist du es, vor der Autor mich einst warnte? Bist du der Dämon, der in dieser Welt schlummert? Ich, Epolyxus! Dass ich nicht lache! Ich bin nicht wie dieses Monster, sondern führte ich einst in einer anderen Zukunft die Truppen, welche ihn bezwangen. Ich bin eine wahre Kaiserin! Du hast nicht die Kraft des Autoren. Meine Klinge alleine sollte die Kraft haben, dich fortzufegen wie ein Wind im Sturm. Du willst nicht verstehen, wer ich wirklich bin. Siehst du es nicht? Ich brauche keinen Plot, um die Kraft einer Plot-Kaiserin zu tragen. Ich habe dir immer geschworen, dass du mich nicht als Feindin haben willst. Habe ich das nicht? Siehst du jetzt weshalb? Aber gleichermaßen möchte ich gerecht sein. Wie es eine Plot-Kaiserin sollte. Du wagst es, dieses Wort noch auszusprechen. Gerecht war es das, was du Elementara angetan hast. Gerechtigkeit. Nein. Und ich weiß, dass ich im Unrecht war. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ich kann es nicht rückgängig machen. Auch wenn sie wahrlich eine der deinigen war. Dann wäre es doch die größte Gerechtigkeit, wenn ich den Frieden bringen würde, für den auch sie stand. Und gleichermaßen... Epsilons Klinge schwand im Nichts. Stattdessen griff sie jene des Kaisers, blickte sie kurz an und warf sie dem Feind zu. Ich lasse dich heute ziehen, aber lass es dir eine Lektion sein. Und so schwer es auch für einen Vierbeiner sein mag, du kannst diese Klinge nicht bedienen. Lerne es. Vierbeiner, wovon redest du? Unterschätze mich niemals. Niemals wieder. Du wirst es bereuen. Glaubst du, ich konnte das Puzzle an diesem Punkt noch nicht vervollständigen? Einmal Gaga, Polar und Elementare als Anhänger? Ein Pokémon, welchem Elementare so sehr vertraut, dass sie selbst scheinbar tyrannische Ideale nicht nur toleriert, sondern unterstützt. Gleichermaßen eindeutig auch ein Pokémon, welches Elementare selber sehr nahe stand, wie du deutlich gezeigt hast. Zudem die Schwertkünste eines vierbeinigen Pokémon. Und weshalb würde man Amagaga auf Polana Watra am Eisberg losschicken, um die Plot-Armor zu bewachen? Seine Niederlage war gewiss. Er ist schwach und gleichzeitig hatte es so viele bessere Optionen gegeben. Nicht einmal ein Zusammenschluss zwischen Polar und Amagaga? Elementare ganz herausgelassen? Man könnte meiner Meinung, du hast gar kein Problem damit, die Plot-Armor zu verlieren. Zumindest kein so großes, wie du es hier tust. Oder verlierst du sie etwa gar nicht? Ich glaube nicht weiter an Zufälle. Es gibt genau ein Pokémon, auf das jedes dieser Attribute zutrifft. Und dieses Pokémon
Tochter. Habe ich nicht recht, Aurora?